Ist mit Civ 6 live auf Twitch. Ihr seid bei WBs Junger Herde auf Twitch unterwegs und bei YouTube bei unserem Writing Bull. Und wir kämpfen immer noch gegen die Roboter. Wir sind im heiligen Chat sind wir unterwegs und schicken von hier aus einen Händler in die Hauptstadt Ottawa. Hier haben wir jetzt die Krabben angeschlossen. Das ist gut. Dann wollen wir noch eine Eissporthalle bauen. Die können wir... Ist eigentlich egal, wo wir die hinsetzen. Hier können wir kein Schutzgebiet hinsetzen. Hier eine Eissporthalle nebenan. Ja. Ach, das bringt alles nichts. Es ist total egal. Banane, würde ich sagen. Jacke wie Hose. Schicke ich den mal hier hin. Eine Runde weiter. Roboter bleibt friedlich und wir gewinnen mit Abstand den Wettkampf. Der Siegeswillen muss nicht im Kampf bewiesen werden. Lasst uns im Sport herausfinden, wer am stärksten ist. Macho Man ist eindeutig am stärksten. Wir bekommen jetzt diplomatische Gunst. Toll für den nächsten Weltkongress. Ja, Stadien und so weiter erzeugen jetzt Tourismus. Das ist für uns eigentlich egal. Und wir haben gewonnen. Darauf kommt es ja an. Jetzt. Was haben wir jetzt gesagt? Ah ja, genau, Stadion als nächstes. Und dann ist Stadio de Maracanã. Wenn wir es schaffen, dann bis dahin hier endlich mal einen Archäologen uns zu gönnen. Der muss erstmal repariert werden. Sonst können wir, glaube ich, den nicht bauen, oder? Nee, muss erst repariert sein. Dauert alles ein bisschen. Der Hafen hier ist da, da kann er weg. Und goldtechnisch, ja, wir könnten, wir machen das mal noch, ein Handelszentrum hierhin. Wir haben gar keinen Gouverneur bei uns, aber wir haben auch keine Titel mehr. Reina wäre für mich die nächste Kandidat. Ach, wir können Victor so lange hierhin schicken. Das hat Victor nichts zu tun und ist traurig. Kommt der mal hierhin. Denn wir haben eine Politikkarte von Beginn an eingestellt, das Zivilprestige, dass die Leute glücklicher werden und mehr Wohnraum haben. Die Karte, die hat uns überhaupt nichts gebracht. Wir bauen keine Militäreinheiten. Der Rest war gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also die beiden Karten würde ich wieder nehmen. Die beiden fand ich auch gut. Fünf Jahresplan hilft uns auch sehr. Das war egal und das ist auch super gewesen. Also dafür, dass wir nicht wussten, worauf wir uns hier einlassen, eigentlich eine gute Sache. So. Nahrungstechnisch sieht das hier wie aus. Kann man machen. Brauchen nicht so viel Nahrung aktuell dazu. Das heißt, wir können auch in die Produktion investieren. Hier lieber nicht, weil wir hier auf Attraktivität aus sind. Deshalb hier lieber Bauernhöfe, vielleicht zwei Bauernhöfe ineinander, aber hier gerne eine Mine. Und hier dann die Bauernhöfe hin. Ja? Was wird uns jetzt hier blühen? Nächste Runde Weltkongress. Bin ja mal gespannt, was der uns jetzt bietet. Da ist er auch schon. Handelspolitik, öffentliche Bauvorhaben. Das ist mir total egal. Öffentliche Bauvorhaben, Produktion für bestimmte Projekte. Das sind ja Sachen, die sind ja total egal für uns. Wir können Erdsatelliten starten. Klimaabkommen. Oh, wir machen ein Klimaabkommen. Wir leben alle gemeinsam auf diesem Planeten. Wir müssen ihn für unsere Kinder und Kindeskinder schützen. Kraftwerke stilllegen. Ja, von mir aus. Können wir mal gucken. Ein Handelsweg mehr für uns, aber wir haben... schon zu viele.
Das ist, ich bin gegen Lincoln. Falls er einen Handelsweg hat, bin gegen Lincoln. Der ist vor uns, den mag ich nicht. Oder wir sparen uns unsere Punkte auf. Wobei wir wahrscheinlich keinen Weltkongress mehr, doch, 75, ein Weltkongress sollten wir noch mitbekommen, dann sparen wir uns die Punkte auf, Leute, oder? Schon abgeschickt. Zukunft ist da. Matze ist in der Zukunft angekommen und lebt immer noch. So, wir haben ein Klimaabkommen abgeschlossen. Mondlandung wird günstiger. Und, oh, die Welt liebt Lincoln. Echt? Hätte ich mal doch dagegen gestimmt. Tja, wie schön. Und die alle haben 5 Punkte, weil wir der weltgrößte CO2-Erzeuger sind wahrscheinlich, ne? Wo sehen wir das? Hier. Ja, wir sind die einzigen, die überhaupt CO2 erzeugen. Na toll. Meine Kohlekraftwerke werde ich trotzdem nicht absagen. Wir können... Ja, die Zukunft beginnt. Bis zum Ende der Partie haben wir einen dauerhaften Bonus. Wir würden einen riesigen Kampfroboter geschenkt bekommen. Schaut mal, Roboterkriegsführung. Leibwächter der Lügen bringt uns, glaube ich, nichts. Himmel und Sterne. Heurekas für Satellitkernfunktion, Fusion, Nanotechnologie. Intelligentes Material, Prognosesysteme, Weltraummission. Erfahrungspunkte für Luftanhalten. Alu können wir nicht sammeln, naja. Und goldenes Zeitalter, ich weiß nicht. Also unser eigener Roboter. Wir bekommen das Uran dafür. Bekommen Uran dazu, dann holen wir uns unseren eigenen Roboter, um gegen anzustänkern, gegen die bösen anderen, ja? Gleich nochmal 2 Zeitalterpunkte dazu bekommen. Sehr gut. Wo ist er denn hier? Oh, können wir jetzt gegen anstänkern, gegen die Barbaren? Ja. Ziehen wir mal zurück. Können wir aus der Stadt heraus vielleicht sogar rüberschießen? Wir haben eine Reichweite von 3. Oh, wie schön. Weg mit dir. Haha. Na gut, er macht auch nicht gerade viel Angriff. Ich fürchte, wir haben jetzt provoziert, dass er möglicherweise zurückschießen wird. Aber das war es mir wert. Seehafen. Fabrik. Lässt sich alles begründen. Einmal Seehafen, einmal Fabrik. Nur aber die Fabrik, bitte. Und dann können wir schon gucken, ob sich das Sydney-Opernhaus, ob wir das schon angehen wollen. Gibt uns viele Punkte, die wir für den Punktesieg brauchen. Handelszentrum ist hier. Können wir also wegnehmen, den Pin. Hier auch ein Seehafen. Ja. Noch einen Handwerker brauchen wir nicht, denke ich mir. Wir haben die Bohrinsel. Ach, deshalb geht das Öl runter, weil wir die Bohrinsel hier nicht... Nee, die ist noch heil, die Bohrinsel. Wir erzeugen zu wenig Öl. Ist die kaputt, die Bohrinsel? Doch, die ist auch kaputt. Oh Mensch, gut gesehen. Danke an den Chat, an North Bowman, natürlich. Da muss dann ein Handwerker rüberlaufen. Das könntest du sein. Du bist Reparateur, lauf mal rüber. Deshalb ist das. Ja, gar nicht gesehen. Die scheint auch geplündert zu sein, die Mine hier. Furchtbar. Dieser Sturm, der hat mich echt fertig gemacht. Börse. Seehafen. Seehafen zuerst. Nächste Runde. Gerne. Und wir kommen... Oh nein, wir könnten unseren Politikkartenwechsel machen. Weil wir gerade ins Goldene Zeitalter gekommen sind. Ist aber nicht schlimm. Wir haben alle Unterhaltungskomplexe fertiggestellt in der Hauptstadt. Weil wir ja hier noch unser Museum bauen wollen. In unserer Arena. Das können wir aber noch nicht. Oder doch? Wir könnten es hier hinsetzen. Aber ich will lieber...
Nee. Ich möchte lieber hier drauf das bauen. Und schaut mal, wie viel Kultur jetzt unsere Eissporthalle bringt. 6, weil wir hier 6 Tundra-Geländefelder drum haben. Plus 4, weil eine Arena nebenan gebaut ist. 10 Kultur auf einem Geländefeld, das ist schon mächtig. Schießen nochmal, Leute. Achtung! Du weißt gar nicht, wo es herkommt, ne? Wie das bei den Schilden abprallt. 10 Runden, also haben wir noch Zeit. Ich denke nicht, dass die KI jetzt Wunder bauen wird. Händler lohnt sich nicht. Es lohnt sich alles nicht. Mounty. Endlich mal ein Mounty kaufen und ja, vielleicht doch ein bisschen erkunden. Das kann ich mir vorstellen. Endlich. Den können wir uns hier kaufen. Der wird hier erscheinen. Ist okay. Unsere Glaubenspunkte zahlen sich aus. Nochmal 4 Zeitalterpunkte. Wer sonst als Kanada könnte eine Einheit wie den Mounty erschaffen? Und wer könnte sich dagegen stellen? Super, das hat uns hier wieder Punkte gebracht, sodass wir wieder auf Platz 1 vorgedrungen sind. Sehr gut. Flieger könnte auch angreifen. Ja, wenn wir schon dabei sind, und wir können auch Erfahrungspunkte sammeln. Guter Hinweis. Einmal Attacke bitte. Da fliegen sie los. Scharfe Kurve. Oh, der schießt zurück. Gott. Das wäre ein fieser Mob. Oder war es ein fieser Böb? Ja, hier bauen wir, solange wir können, die Waffenkammer und die Militärakademie bauen. Damit bekommen wir auch nochmal ein paar Zeitalterpunkte, weil wir unser Lager vollständig ausgebaut haben. Der kann mal hier runterziehen. Und der wird nächste Runde losziehen. Der hat 6 Fortbewegungspunkte. Sehr cool. Du sollst bitte reparieren, bevor wir kein Öl mehr haben. Und du baust bitte schön Bauernhöfe, haben wir gesagt. Einer hierhin, einer dorthin. Nächste Runde. Und schon die zweite Tech erforscht. Mit dem MG können wir auch angreifen. Ich glaube wirklich an Laser. Das wird die Welle der Zukunft. Raketenkreuzer könnten wir uns holen. Könnten wir auch angreifen aus der Hauptstadt raus. 90er Kampfstärke ist schon ordentlich. Düsenjäger geht leider nicht. Keine Eurofighter für uns. Aber wir wollen ja hier weitergehen. Windpark, ach. Wir gehen mal hier weiter. Ja, Uni reparieren. Ach, das ist alles. Wir brauchen jetzt erstmal ein Archäologe. 18 Runden. Und wir hungern auch noch. Warum hungern wir denn? Hä, hatten wir hier nicht mal ganz viele Bauernhöfe gehabt? Wo sind die? Die sind die alle weg durch den Schneesturm? Habe ich das nicht gesehen, Leute, dass die Bauernhöfe weggegangen sind? Ich dachte immer, dass wir in 3 Runden wachsen. Archäologen, da müssen wir ein bisschen Gold spannen, können wir den kaufen. Also der Sturm, da war ja echt heftig. Alle Handwerker nach oben, schnell ein paar Bauernhöfe bauen. Ja, furchtbar. Ich bin sprachlos, Leute. Zoo ist auch kaputt gegangen. Boah, dieser Sturm, der hat uns so zurückgeworfen. Kam der bei euch auch? Für diejenigen, für euch, die das Szenario schon gespielt haben. North Bowman und die anderen im Chat. Könnt ihr gerne mal sagen, ob ihr auch so einen heftigen Sturm hattet oder ob das Zufall war. So, der ist fast K.O. Können wir uns das leisten, nochmal anzugreifen? Ah, knapp nicht. Maschinengewehr hätte nochmal schießen können, habe ich aber nach unten gezogen. Der muss erstmal hier die Stadt beruhigen, wo die hier alle bald am Hunger
Tuch nagen. Ihr habt ihn auch gehabt. Eines Tages wird es keine Grenzen mehr geben, keine Flaggen und keine Länder. Und der einzige Pass wird das Herz sein. Okay. Ja, dann wollen wir mal Politikkarten ändern. Und also Militärvorrang. Wir bauen keine Militäreinheiten, das sehe ich nicht so. Der Rest hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Wohnviertel brauchen wir nicht. Also E-Commerce könnte man sich noch vorstellen. Ne? Wir haben immerhin 3 Handelswege, 15 mehr Gold. Ist schon ein ordentlicher Zugewinn. Aber worauf verzichten wir dann? Die Handwerker mit den Bauaktionen sind schon günstig. Allerdings sind die Handwerker auch immer noch sehr, sehr produktionsgünstig. Also hier 3 Runden, okay. Eine Runde. Wir werden nicht mehr so viele Geländefeldmodernisierungen brauchen. Wir könnten uns mal überlegen, Leute, ich gucke mal, was ihr im Chat schreibt, ob wir das öffentliche Bauvorhaben einstellen. Ich nehme mal das raus und nehme mal nur testweise. Entweder E-Commerce rein oder wir sagen, es könnte auch cool sein. Es könnte uns sogar mehr bringen. Wo ist sie? Oder Wirtschaftsunion. 100% Nachbarschaftsbonusse für Handelszentrum und Hafenbezirke. Also wir wissen, hier bekommen wir fix 15 Gold mehr. Wir könnten es auf 20 steigern. Wir haben 4 Städte und können dementsprechend 4 Handelswege. Ja, wir könnten sogar alle Handelswege machen. Da hätten wir 25 Gold. Und von unseren Erträgen hätten wir hier 4, 7, 9, das war schon. Das verdoppelt, vielleicht nochmal 4 dazu, dann wären es 13 mehr, da bringen die Handelswege mehr. Dann lasst uns die Handelswege weiter ausbauen, Leute. Ein Händler und noch ein Händler, wir schicken die Händler hin und her. Und dann gehen wir hier auf E-Commerce, wäre mein Vorschlag. Und beim Militär könnten wir ja für mehr Öl sorgen, für mehr Kohle sorgen. Alle Einheiten erhalten mehr Kampferfahrung, wäre auch eine Möglichkeit. Der Rest ist eigentlich egal. Ich guck mal, ob ihr was schreibt. Mir was zurufen mögt. Das ist so eine Art Joker, ne? Falls wir doch mal Militär brauchen. Mehr Ressourcen wären gut, aber allerdings können wir die auch nicht unendlich sammeln, ne? Hier sind wir fast voll. Das Einzige, wo wir ein bisschen aufpassen, wir könnten mal mehr Öl sammeln. Und falls wir doch noch Alu entdecken, wäre das auch hilfreich. Könnten wir machen. Ja? Machen wir mal. Haben wir an alles gedacht? Hier bei der Diplomatie gab es nichts. Ja, Stadtstaaten haben wir leider nicht. Mal sehen. Bitte nicht spoilern. Wenn es irgendwie geht, verrate mir sowas nicht. Wir gehen hier weiter. Falls ihr es sicher wisst zumindest, wenn das nicht nur eine Vermutung jetzt war. Und ja, wir könnten uns noch einen Gouverneur holen. Reyna vielleicht. Könnte hier unten eingesetzt werden. Reyna gibt in ihrer ursprünglichen Version aber nicht so viel. Ob wir die jetzt uns holen oder nicht, ist egal. Jetzt schießen wir aber nochmal. Und können wir mit dem Mounty den Handwerker... Oh, wartet mal. Einmal schießen. Nimm das! So, und jetzt mit dem Mounty hinterher. Und... Haha!
Es ist leider nicht unser Siedler. Oh, wir können ja schön weit gucken. Das ist leider jetzt ein Handwerker mit noch zwei Ladungen. Unser Siedler ist es nicht. Wir könnten uns doch überlegen, hier oben noch eine Stadt zu gründen, Leute. Haben wir geschafft. Und der Handwerker hier, der soll unser Öl bitte reparieren. Und hier haben wir gesagt, brauchen wir dringend mehr. Unsere Hockeyhalle ist auch weg. Oh Gott, der hat ja alles zerstört, dieser Sturm. Nahrung. Hungersnot abgewendet. Das ist ja furchtbar hier. Nochmal Nahrung bitte. So, und wir haben hier immer noch nur repariert, ne? Forschungslabor reparieren, zu reparieren. Archäologe 18 Runden. Das dauert mir jetzt zu lange. Wir brauchen mehr Nahrung. Also mit anderen Worten, ab hier rüber, damit wir hier das Industriegebiet bauen können. Damit der Archäologe gebaut werden kann. Damit wir hier das Wunder bauen können. Meine Güte. So. Der kommt mal mit, der Riesenkampfroboter. Jetzt geht's den anderen Barbaren an den Kragen. Wir können auch durchaus einen Siedler hier nochmal einsetzen. Oder wir erobern uns den Siedler zurück. Wir gucken mal. Der Mounty kann schön weit gucken. Oh, ist ja herrlich. Aber wir sehen keine Gefahr weit und breit. Das finde ich noch viel besser. Hier oben. Ja, Waldsägewerk kann ich mir vorstellen. Nahrung sieht noch ganz gut aus in der Stadt. Plus 26 ist okay. Oder direkt eine Mine. Zwei Minen. Kann man hier auch eine Mine hinsetzen? Ist das auch ein Hügel? Nee. Dann würde ich hier zwei Wälder pflanzen mit Sägewerk obendrauf. Dann boosten wir hier unser Industriegebiet nochmal. Im Stadion brennt das olympische Feuer. Oh Gott. Leute, was habt ihr denn da gemacht? Feuer, Feuer. Gott, wie ist denn das jetzt wieder angezündet worden? Durch wen und warum? Wurde vom Barbarenland geplündert. Wie haben die das denn gemacht? Ich habe hier gar keine Barbaren drauf gesehen. Hä? Haben denn die Barbaren das geplündert bei uns hier? Keine Ahnung. Endlich wieder Öl. Und ich wollte gerade sagen, es kommt der nächste Sturm, aber es ist nur ein Vulkanausbruch. Gott sei Dank. Okay, jetzt sind beide Geländefelder gedüngt. Der Roboter kann mal weiter vorziehen. Also wir können hier noch eine Stadt gründen, Leute. Sollen wir das mal machen? Weil wir Ach, hier ist ja alles kaputt. Bauen wir mal noch einen Siedler hier in der Hauptstadt. Falls wir den jetzt nicht gefangen bekommen bis dahin, haben wir noch ein bisschen Zeit. Irgendwo müssen die ja sein. Okay, interessant. Also auf den Hügeln können die ja verdammt gut schauen. Ein Sägewerk bitte. Da löst er sich auf. Jetzt geben uns doch die Handwerker aus. Bitte noch einen Bauernhof. Und ein weiterer. Oh, was war denn das? Kleiner Hänger. Ich hoffe, bei euch muss es auch kurz gehangen haben. Entschuldigt bitte. Hat sich das Spiel kurz überlegt, ob wir weitermachen sollen. Eis und Feuer ist eigentlich egal, wohin. Wir wollen bitte schneller wachsen. 5 Runden der nächste Bürger. Und du baust mal bitte schön eine Eissporthalle hier hin. Oh, kommst gar nicht weiter. Du kannst sie auch dahin bauen. Ob du sie hinbaust, ist eigentlich egal. Was reparieren wir hier? Eine Straße? Ach,
Ach, das ist sogar eine geplünderte Straße. Ach, ist ja spannend. Gott, alles kaputt hier. Der Doppeldecker, können wir den irgendwo einsetzen? Oh, da kann er auch ein bisschen was aufdecken hier. Ach, wie spannend. Da sehe ich mal, ich habe so selten mit Flugzeugen gespielt, ich weiß gar nicht, das richtig zu schätzen. Jetzt sind sie hier an Ort und Stelle, okay. Haben ein bisschen was aufgedeckt. Ach, das habt ihr auch jetzt gerade im Chat geschrieben, wie nett. Nein! Oh, bitte nicht der nächste Schneesturm. Was soll denn das? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hat der Ziffgott denn kein Erbarmen mit uns? Wohin zieht er? Nach Nordwesten. Ja, wenn er nur nach da zieht, das wäre ja okay. Hier ist ja Liang. Bitte nicht nach hier ziehen. Mann, ein Schneesturm jagt den nächsten. Jetzt haben wir hier gerade fast alles repariert. Das wäre so ärgerlich, wenn dieser blöde Schneesturm jetzt hier wieder rüberkäme. Ich hoffe das Beste für unsere Leute.